Hallo, herzlich willkommen YouTuber und Commander Krieger und wir schauen jetzt mal nach, was es denn dort zu suchen gibt. Ich habe es ein bisschen leiser gestellt. Ich hatte es die letzten Aufnahmen so ziemlich laut. Das war nicht mal der langsamste Tauchgang, den ich ertragen musste. Ist das ein Kompliment? Ich bin überwältigt. Weißt du, was mich überwältigt? Dein Gestank. Kriegst du auf die Fresse. Keine Ahnung, Mann. Mir gefällt's. Erinnert mich an deine Mom. Oh, was kann ich jetzt hier machen? Da waren aber mehr Kisten drin, Freunde. Ja, in Malaysia hat man noch Zeit während der Arbeit. Hey, wie lange dauert das denn noch? Wir haben das Ding gerade aus dem Wasser gezogen. Geben Sie uns eine Stunde. Drücken Sie auf die Tube. Wir müssen Frachtschiffe durch. Keine Sorge. Arsch. Hey, hallo? Die Regierung hier hängt knapp 10 Jahre hinterher, was? Mahlzeit. Reden wir später drüber. Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Hey, lass doch nächstes Mal jemand anderem vor. Du brauchst eine Pause. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Eine Sekunde. Ja, na gut. Es wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Ach, Mann, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Na, dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Ich bin bereit. Gib her das Ding. Ja, klar. Danke. Und auf die Luzi. Wow. Sieh dir das an. Ein Dildo. Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Ach, na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Kupfer. Viele Ortswechsel finde ich momentan irgendwie. Hey, hey, Nate. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja. Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert, wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Wir gehen noch mal tauchen. Der Einzige, er hat kalte Füße. Der Einzige schreibt mal los. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Prima. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesorgt. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Ey, mal ohne Scheiß, wie geil ist die Grafik, Freunde? Achtet mal auf die Lippenbewegung und alles, auf die Gestik, Mimik. Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Ja, toll. Jetzt ist kein Druck, ne. Aber denk drüber nach. Echt geil. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal. Das Suchgebiet eingegrenzt. Das wäre ein Wahnsinnsfund. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal tauchen. Nein,
Nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Sieht jetzt auch nicht so pralle aus hier oben im Dachboden. Leben hier. Yep. Eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Ich habe mal deinen großen Bruder bestiegen. Ja, Uncharted 3. Das ist, haben die geil gemacht, so ein bisschen noch so die alten Erinnerungsstücke von den alten Uncharted-Teilen. Diplone aus einem deutschen U-Boot, mitten im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Sir Francis Drake? Sir Francis Drake opfert sich für Sully. Sieh uns nur an. Warum schreiben die immer dann hier noch drauf? War nix. Warum schreiben die Weiber nicht immer, was weiß ich, Elena, sondern I? Shambhala. Shambhala! Fehlst mir, Kumpel. Der Tenzin, der Alte. Das haben die echt geil gemacht. Dieses Zeug sind so viele Männer gestorben. Ich glaube, da würde ich die ganze Zeit bei haben. Voll der Weibermagnet. Stell mal vor, du gehst irgendwo hin, so, hey, hier, guck mal. Da, hier, pullen, pullen, pullen. Da können wir tauchen, tauchen, tauchen. Sir Francis und seine raffinierten Rätsel. Boah, das habe ich auch gehasst. Ja, da wird wahrscheinlich auch wieder das ein oder andere knifflige Rätsel dabei sein. Nicht mehr wirklich mein Ziel. Aber auch so ein kleiner Messi, unser Nathan. Eine verrückte Nummer. Lange her, Chloe. Klö! Esepese! Hi Nate, wie geht's? Ich habe meinen üblichen Unfug getrieben, nicht großes, aber genug, um die Heizung am Laufen und das Weinregal gefüllt zu halten. Ich habe Wind von einer Sache bekommen, die genau das Richtige für dich sein könnte. Solltest du deine Meinung jemals ändern, wäre ich zu einem kleinen Ausflug bereit. Liebe Grüße von Klö, aka Esepese. Ich habe sofort Bock auf Klö. Gib doch mal her. Ich will zu Klö. Ja. Kommen Sie, Deckung, singelt. Schwarze, nimm das. Okay. Und das ist Plastik. Kann weitergehen. Hab dich. Nein, 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 keine Munition mehr. Ja, zeig's mir. Wie ein Profi. Gut. So macht man das. Wo liegt denn hier was? Da. Und tschüss. Haha, ich kann's noch. Irgendwas fällt da jetzt gleich doch runter. Ja, ja, bin gleich da. Ich bin hier mitten im Krieg. So, Schluss mit den Spielchen. Das ist klassisch, weißt du? Hier gibt's keine Leiter, oder? Gibt's doch eine Leiter? Aber es wäre jetzt total episch gewesen, wenn er jetzt da einfach runterspringt. Sieht aber auch wieder aus, Elena. Hm.
Aha. Wir haben geheiratet, oder was? Wow. Aha. Na, das gefällt mir. Okay. Wir haben also geheiratet. Wohnen in einem hässlichen Vororthäuschen. Die Alte ist eine richtige Schlampe. Ich habe immer gesagt, Nathan, nimm dir Esepese. Nee, du musst ja hier Elena nehmen. Das hast du ja drauf. Guck mal, wie die, was das für eine Funz ist. Ich habe immer gesagt, die ist nicht gut für dich. Und immer das Beste haben. Und jetzt hier, guck mal. Mit Schlösschen davor. Mm. Okay, hier unten sieht es dann schon ein bisschen besser aus. Du warst lange da oben. Ich Ach. Habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Wirklich? Was sind die Füße am Tisch? Das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Oh, ja, na klar. Danke. Was kriegst du denn? Brauche ich meine Jacke? Achso, die hat schon fertig gekocht. Natürlich super. Gibt hier wieder wahrscheinlich irgend so veganes Zeug oder so. Mal Beef mit Unge anfangen. Mahlzeit. Und. Fertig, okay. Hast du es geschafft? Ja. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Boah, hab ich Hunger. Ja. Sieht gut aus. Also, nur mal den Tag. Was? Hm? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Mhm. Ein typischer Tag im Paradies. Mhm. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Mhm. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben einen Kupfer. Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge wäre, sobald man aus dem Flieger steigt. Also habe ich kurzerhand... Das Abenteuer ruft, Freunde. Esepese ruft auch. Ja, das gibt jetzt gleich auf die Fresse. Das gibt Stress. Hey! Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Ach, wirklich? Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Was habe ich denn gesagt? Und wovon handelt mein Artikel? Siehste. Was? Der hier? Mhm. Bewohner von Bangkok. Die Bewohner von Bangkok? Und der Smog? Und wie sie deswegen nirgendwo hinfliegen können und nicht atmen können? Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war, das war die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es Rauchen. Hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, wenn es nur die Genehmigungen Niemand. Sind, du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, zwei Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht annimmst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns... Darum spielen. Du willst darum spielen? Ja,
Ja, ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich habe dich spielen sehen. Ja. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich? Was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Oh, wow, okay, Cowboy. PlayStation 1, Freunde. Sieh zu und lerne. Oh, ich lerne schon viel. Merkt man irgendwie, dass das Sony-Exklusiv-Brand ist? Nein, es muss laden. Laden? Ja. Das dauert ganz schön lange. Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet. Witzig gemacht. Man, okay. Benzo! Gibt's ein Problem? Nein, nein, nur, wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste okay. Ich. Ich hab's. Aha. Okay, lauf auf die Kamera zu. Zur Kamera laufen, geht klar. Und die Kreistaste ist dein Drehangriff. Drehangriff! Ja, und mit X springst du. Okay, wo ist X? Beim rechten Daumen. Okay, lauf vor dem Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Lauf einfach davor weg. Ich hab dem Felsblock nichts getan. Das dreh nicht weh? Das ist, glaube ich, auch die Originalgrafik. Das so nach dem Motto, okay, wir machen nochmal Werbung. Was ist das? Ein Fuchs? Ein Häufeldachs. Sieht ein Fuchs aus. Ein Fuchs in Jeans. Zerstör die Kisten. Warum zerstört ein Fuchs Kisten? Beute. Jetzt muss ich alles nochmal machen hier. Gab's damals keine Checkpoints? So eine Scheiße. Wir hatten das hier auf Ultra Hardcore schwierig eingestellt. Übrigens, Füchse können das nicht. Beuteldachs. Sieht nicht wie ein Beuteldachs aus. Hast du schon mal einen gesehen? Nein, aber sie tragen bestimmt keine Turnschuhe. Oh, Mann, laber nicht! Weiß, wie kletter ich raus? Tot. Oh, wie unrealistisch. Ich wäre rausgeklettert. Ist so. Er sollte klettern lernen. Klettern hat mir immer gehört. Die Kacke geht auch noch auf Zeit, oder? Oh, ich hab's drauf. Benutzt den Drehknopf. Oh, jetzt aber. Das war nicht so schlecht. Die Grafik ist ziemlich gut. Oder nicht? Checkpoint. Labe noch nicht! Was? Das war's? Wirf den Controller, wirf den Controller! Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter im Einfachmodus. Red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Kleidung! Jetzt, was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, wo fangen die Pornos heutzutage an? Ja, na klar. Wird Crash Bandicoot gespielt? Echt jetzt? Komm her. Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Jetzt gib's aufs Maul. Arschloch.
Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Sam! Etwa ihre Größe. Etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Oh, okay, okay, langsam, langsam. Wie? Ich dachte, du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort, du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten, das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, hey, alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, oder? Könnte sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu okay. mir? Langsam. Hm? Setz dich. Erzähl ich finde es schön, dass er lebt. Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Hm. Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss? Du hängst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Erinnerst du dich an unsere Theorie, dass Sir Francis Drake seinen Tod vortäuschte? Ja. Okay, das hat er. Ich habe den Sarg entdeckt. Vor der Küste Panamas? Ja, ja. Okay, und jetzt halte ich fest. Ich öffne ihn also. Echt? Keine Leiche drin. Aber der Boden ist sein altes Tagebuch. Verarschst du mich? Tja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört und, wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Jetzt siehst du so eine Schachtel vor dem liegen. Ja, das war's. So komplett ausgedrückte Kippen. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Mhm. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten, sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner, bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähle ich ihr von dir. Ich glaube, der hat was vor. Mist, ich muss ihr von dir erzählen. Nathan, ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Mhm. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber... Nicht für dich. Im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge den Hector mal an und schauen mal, was der Hector da so Böses gemacht hat und was dem Sam ja jetzt irgendwie widerfahren wird, beziehungsweise wo wir dem helfen müssen, wo der Problemchen hat. Und das gibt's natürlich wieder morgen.
Und damit das hier ein bisschen spannungsmäßig rüberkommt, machen wir hier mal einen Schnitt. In diesem Sinne würde ich sagen, gut, Schuss, bis zum nächsten Mal. Euer Commander. Tschüss.